Who's that Pokémon? It's Pokeminati. Hi! Zwei Top-Trainer-Boxen, ein unheimlicher Schatten. Zwei Pokeminati und ein Opening. Hallo. Hat mich fast kurz aus der Contenance gebracht. Ja, puh. Geil. Ab geht's. Wir können gerade lang rumlabern, oder? Viel sagen brauchen wir zu dem Set nicht, ne? Entweder gib ihm. Heulen wir oder vor Glück oder vor Trauer. Machen einen Regentanz. Vor Glück. Das wissen wir nicht ganz. Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass wir aktuell eine kleine problematische Lage haben, was Online-Versand betrifft und lokal ist auch zu. Wahrscheinlich. Je nachdem, wann das Video rauskommt. Wir machen aber natürlich alles menschenmögliche. Genau. Auch unmenschlich mögliche. Deswegen bist du im Team. Genau. Einer muss ja das Unmenschliche möglich machen. Hast genau. So sieht's aus. Auf jeden Fall ziehen wir nach Mühlhausen. Entweder sind wir gerade danach schon gezogen oder nicht wir ziehen. Wir wechseln mit Mühlhausen. Nicht Müll, sondern Mühlhausen. Bei Rauenberg, bei Wiesloch, falls euch das dann eher was sagt. Die Adresse wird vielleicht schon geupdatet sein auf unserer Homepage. Je nachdem, ne? Vielleicht. Wir müssen mal abchecken, aber. Fakt ist auf jeden Fall, kann auch sein, dass wir da schon ready sind und schon sogar Turniere. Ja, das Priorität hat auf jeden Fall der Verkaufstraum, ne? Dass wir safe direkt Eröffnung machen können. Wobei natürlich Aussage muss, Verkaufsraum ja, aber unser Streamraum muss auch passen. Eigentlich ja? Gleichzeitig muss alles fertig machen. Weil wir wollen natürlich auch gleich wieder für euch online am Start sein. Wenn wir da mal eine Woche aussetzen, ist glaube ich nicht das Problem, aber... Handy in Hotspot machen, dann können wir doch geschmeidig streamen. Ja, kann man schon, aber... Hä? Das ist doch geil. Ah ja, Abisaflor fängt gut an. Ja. Guter Start schon mal. Ist schon mal besser als die TDB, die ich bei den Bären öffnen ablasse. Die immer noch dort, die immer noch dort liegt. Boah, 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen. Die Eisenskala findet übrigens bei uns auf cardmarket.com, ne? Nee, ich bin raus. Ja, ja, Kabel ist die Pure. Ja, ja, manchmal bin ich verwirrt. Immer habe ich schon verwirrt. Aha, da glitzert es doch hin. Ja, ich wollte gerade sagen, hey, irgendwas stimmt nicht. Aha! Yes! Geil. Die ist gut, ne? Die ist bestimmt auch ein paar Mark 50. Die gefällt mir, die gefällt mir. Der Zapados. Zapados. Ja, geil. Direkt 2 Hits aus den ersten Boostern. Wir können ja mal so am Rande... Nicht gestimmt. So am Rande, denn... Oh, shit. Ja, also kann ich meinen Satz kurz beenden? Ja. Wir können ja so ein Euro-Battle-Wert auch machen, weißt du? So, wer hat die teurere... Ah ne, ich wollte es schon bei deinem Zapdos sagen, wo ich nur das Bisa-Vlog hab da. Okay. Ich habe meinen Satz schon begonnen. Ja, warte kurz, ich gucke. Nee, komm, lass uns das so machen, okay? Ja, okay, ab jetzt. Ah, nee. Deine TDB, meine TDB. Okay. Wer den besseren Euro-Wert gezogen hat. Okay. Ja, ich habe gerade den Satz begonnen schon. Satz noch, noch beenden, sagt er. Blutexo ist auch ein bisschen was wert, gell? Blutexo kostet bestimmt 2,50 Mark, ja. Ne, weil dann würde ich es ins Video reinschneiden von Anfang an, deswegen, weißt du? Ah ja, eine Rosane. Die hatte ich bei den Bands, das weiß ich. Und fertig. Und Kangama. Ah, das war's. Ah, geil, ja, da freut man sich. Ja. Dann bin ich ja jetzt schon besser, hab nur ja. Gemacht. Das waren die besten 50 Euro, die ich jeweils investiert habe. Ah ja, 50 Euro ist aber ein guter Preis. Aber ich fand den Gedankengang, weil den hatte ich auch schon von dem einen Kommentar vom John, gar nicht schlecht, ne? Dass er gesagt hat... Der, wo die schlechteste Box ich habe dem tatsächlich vergessen zu antworten. Ich wollte dem eigentlich noch antworten, dass wir deswegen ja auch noch eine Verlosung gemacht haben für alle. Ne? Also ja. Ich kann verstehen, was er meint. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ja, ja, definitiv, ja. Aber deswegen hat es dann tatsächlich noch eine Verlosung gegeben an alle. So, also hatte tatsächlich jeder noch mal die Chance, ein Beckett Slab abzugreifen. Ne? Was der... Sebastian freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Aber prinzipiell habe ich den Gedanken auch schon gehabt, weil eigentlich soll es ja nicht den belohnen, der so schon belohnt war, ist durch eine gute Box. Ne? Eben, ja. Eigentlich musst du was machen für den Besten und den Schlechtesten, ne? Dass beide Parteien zufrieden sind. Genau. Weil das ist ja eigentlich, der Reiz ist ja, du machst mit, damit du die Karte bekommst oder den Gegenstand, den es zu verlosen gibt, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? So, und automatisch gehst du davon aus, ich muss gut sein. Aber ich bin ja schon, ich habe eine Hammer-TTB. Ich habe die beste TTB und werde dafür auch noch belohnt. Genau. Ja, ja, klar, natürlich. Aber du hast ja im Prinzip dann keine Leistung erbracht, sondern... Ja. Gut, prinzipiell natürlich kann man sagen, dafür, wenn jetzt einer schlecht zieht, dann kauft er sich mehr, ne?
Kann natürlich auch sein. Ja gut, dass er nochmal noch, reinkallt. Ist ja nicht unser Gedanke eigentlich dabei. Hoffe ich. Aber dafür haben wir ja in dem Stream, wo wir das gemacht haben, haben wir ja eine Verlosung gemacht. Da ist es immerhin schon mal abgegolten. Das stimmt, ja. So, gehört auch dazu, ne? Aber generell kann man das bestimmt beim nächsten Top-Trainer-Box-Battle oder so, kann man das mit einfließen lassen, dass auch der, wo Bruch gegangen ist, komplett Bruch. Vielleicht kann man das ja beim nächsten Sonderset machen für den Sportpreis. Kann man da eigentlich schon mal so ein bisschen reden, weil ich glaube, das interessiert die Leute auch. Also bei Paldeas Schicksale werde man jetzt auch nicht die große Preissprünge machen. Ne? Also das wird auch UVP erstmal angeboten werden. Ich denke, da werden wir nicht drum rumkommen. Vor allem, wenn dann auf einmal wieder die Nachricht kommt. Ja, das wurde wieder gekürzt. Welle 1, Welle 2, Welle 4, 5, 6. Was? Welle hin, Welle her, ne? Ne, weil das kommt ja auch schon im Januar tatsächlich. Und je nachdem, wann das wieder rauskommt, ist ja schon Januar. Jo, Tash-Sticker und die TTB kommen ja als erstes. Und TTB haben wir ja auch bei jedem Sonderset immer die Problematik, dass die schnell vergriffen sind. Sehr schnell, ja. Von daher wird es da wahrscheinlich nicht viel geben. Zumindest so battle-technisch. Das ist immer so ein kleines Überraschungspaket, ne? Weil bei Zenit der Könige haben wir genau eine Auslieferung bekommen, dann nichts mehr. Ja. Und bei 151 kam immerhin nochmal eine kleine Nachlieferung, ne? Das stimmt, ja. So, das ist ja dann, davon zerren wir ja aktuell noch von der Nachlieferung. Aber so viele TTBs sind es, glaube ich, auch gar nicht mehr, ne? 151. Ich glaube, allgemein ist von 151 nicht so viel da. Ja, das nimmt ab, das nimmt ab. Ich glaube auch. Ja, das ist kurz voraus. Simsala und Zap, das hat man noch einen Haufen da, aber die sind mittlerweile auch gut weg. Ja, genau. Die wird auch immer gern mal lokal so gegriffen, ne? Vor allem als kleines Geschenk war das ganz, ganz gut. Die Kollektionen sehr gerne, ja, mal so. Ah, wollte schon wieder tricksen haben. Nee, tricksen. Müsste dann. Ohne. Kein Tricksen. So, wir haben Eschak angefangen, jetzt könnte aber nochmal was rumkommen. Ne? So, ich beschwöre mich jetzt auch nochmal, weil ich will mindestens mal noch einen Enton für uns ziehen. Aber ich glaube, da schimmert was Goldenes durch, aber ich. Könnt auch schielen. Könnt auch schielen. Mach mal kein Auge, mein Lieber. Kann ich kurz Story raus? doppelt. Nabelhöhen. Also auch für unser internes Battle hier, glaube ich, war das jetzt nicht schlecht. Ja. Hajo. Auch wenn es nur in Anführungszeichen die Basis-Energie-Goldkarte war. Ja, aber ich denke so 8, 9, 10 Euro geht die schon, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Gold ist, finde ich, sowieso. Ja! Ja, Simsala! Das ist natürlich jetzt ein kleiner Game-Changer. Ja. Ist ein bisschen was wert, glaube ich sogar. Jetzt sieht die Welt anders aus. Oh, oh. Mit Kuss, die kostet 10 Euro mehr auf Karten. Keine Ahnung, glaubst du? Ja, Gott sei Dank, Herr. Hat so Kurve gekriegt. So. Gut, sehr HE, aber Glutexo und die. Ich weiß, die Glutexo darf man nicht unterschätzen, aber. Goldenergie kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil entweder Aschenzehner oder 3, 4 Euro. Also, ich meine, dass meine Reihenfolge auf jeden Fall so war. Weil die sind ja eh egal eigentlich. Oh, oder gönn. Ja, die kosten alle, was weiß ich. Ich glaube, das sind 1 Euro maximal oder so, ja. Komm, bitte, 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 noch ein guter. Also für das Battle würde ich jetzt halt die Daumen drücken, aber dafür, dass deine Box dann noch besser wäre. Bitte. Oh, Bodi, nein. Och, Manu. Ich kann es noch so ein Ding da, aber ich kann es jetzt. Aber dein Zapdos Full Art ist auch wertvoll. Da kann ich sagen, was willst du. Das wirkt jetzt vielleicht nicht so, aber das ist auch beliebt. Gut, aber ihr werdet es ja sehen. Ich kann es auch nicht 100% einschätzen, aber ich würde sagen, ich habe knapp verloren. Weil aber ich, nur wegen Simsala. Ja, ich würde schon so 20, 30 Euro sagen. Wenn nicht sogar 40. 30, ne? Ja. Hör ich aus der Regie. 30. 30, 30. Ah ja, okay, 30. Okay. Gut, ihr seht's. Ich werde mich gleich freuen, ne? Offcam. Du freust dich jetzt schon wahrscheinlich. Gut, also, und dann würde ich sagen, wenn ihr nochmal so Battle sehen wollt, gerne mal Daumen oben da lassen, damit wir das öfters wieder machen, weil das haben wir in letzter Zeit gar nicht mehr gemacht. Stimmt, ja. Aber Zeit ist Geld, ne? Ja. Geld haben wir nicht. Deswegen. Kommt uns besuchen in Mühlhausen. Danke. Ciao. Here we go, again. Trying hard, but you wanna be my friend. In a place to hide, in a one to run to. Here we go again.
Call my bluff, I'ma be here till the end.